Herzlich willkommen bei Extracross. Wir wollen Ihnen heute kurz zeigen die Vorteile des Kolbenringbandes im Vergleich zu dem standardmäßigen Kolbenringband. An dem sieht man hier ein gebrauchter Stoßdämpfer, eines Showost-Stoßdämpfers, dass die Auflagepunkte, dass man sieht, hier wird schon stellenweise, ist nur die Reibung, und bei zunehmender Temperatur während der Fahrt kann es passieren, dass das Öl zwischen Druck- und Zugstufe über die nicht abgedichtete Fläche verloren geht und somit der Stoßdämpfer nachlässt. Aufgrund dessen verbauen wir beim Service austauschbare Kolbenringbänder, die aus Metall sind und beschichtet. Die liegen flächig auf und garantieren ein optimales Abdichten der Druck- und Zugstufe. Der originale Kolbenring wird nur mit einem Messer runtergeschnitten, dazu vorsichtig aufschneiden, um den Kolben nicht zu verletzen. So. Wird er abgenommen. Darunter liegen O-Ringe zur Vorspannung, diese können Sie ebenfalls abmontieren. Dann muss das Ganze gereinigt werden. Wir machen jetzt hier aufgrund der Zeit vom Video nur mit dem Tuch. Ansonsten wird es richtig gereinigt. Dann kommen neue O-Ringe drauf, die wieder eine Vorspannung auch für den Metallring geben. So, nun wird der Ring aufgesetzt und dieser dichtet nun auf der Fläche gut ab und hat eine beschichtete Oberfläche für ein gutes Ansprechen. Und wir können auch hier noch die Position zeigen. Hier ist er offen, wenn er montiert ist, ist er so gut wie geschlossen. Und diese Einbuchtung der Lasche dichtet die Fläche ebenfalls ab. Das war die Montage des Kolbenringbandes.